Der Hans Stuck hat sicherlich für uns ein paar Informationen, wie das aus Sicht des DMSB ausschaut, insbesondere vor dem Hintergrund, wie es eigentlich auch zu diesen Entscheidungen kam, dass wir irgendwann mal hier Speedlimits zum Beispiel auf der Nürburgring-Nordschleife hatten oder eben auch Slow Zones oder ähnliche Begrifflichkeiten, die da in Einklang gehen. Hans, bitte. Ja, danke Ossi, schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich auch, dass ich jetzt hier bin, dass das so gut noch geklappt hat. Und ich möchte vor allem mal die Gelegenheit auch mal nutzen, mich zu bedanken bei Ihnen allen, und wenn ich du sagen darf, dass Sie mit dem Thema vernünftig beschäftigen, dass das wirklich jetzt hier eine Chefsache geworden ist. Ich glaube, wir haben alle einen gemeinsamen Wunsch, der Nürburgring muss uns A erhalten bleiben und B in der Form, wie er jetzt hier ist. Das ist einmal ganz klar. Ich darf nochmal, danke. Ich möchte nochmal ganz gerne ein bisschen weiter ausholen, weil ich mir in den letzten Monaten doch in meiner Position als DMSB-Präsident schon einiges anhören musste von bestimmten Leuten, was auch oft unter die Gürtellinie ging. Das rechne ich mal dem zu, dass Leute das geschrieben haben, die vielleicht in einer gewissen Unkenntnis waren. Ich möchte mir erlauben, noch mal ganz kurz im Abriss zu erläutern, wie es zu dieser Notlösung Speed Zones gekommen ist. Wir hatten den Unfall und am Sonntag drauf hat mich Jean Todt, der FIA-Präsident, angerufen, mit dem ich eine sehr lange und auch gute Bekanntschaft pflege seit 1972. Er hat gesagt, du pass auf Stucki, du bist hier zuständig, du bist mein verlängerter Arm. Was macht ihr, damit das ins Haus stehende 24-Stunden-Rennen sicher über die Bühne gehen kann? Lass dir was einfallen, sonst werde ich dafür sorgen, dass das Rennen nicht stattfindet. Internationales Rennen, wo die FIA auch die Abnahme geben muss, ganz klar. Daraufhin haben wir im DMSB uns überlegt, wir starten ein Meeting in Frankfurt, das war dann, glaube ich, in der Woche danach. Da waren 17 oder 18 Leute in diesem Kreis mit dabei. Da waren Fahrer dabei, Industrievertreter, Fahrervertreter aus verschiedenen Klassen. Sie waren auch dabei, Herr Schumacher. Und wie das Meeting angefangen hat, habe ich den Herrschaften erklärt, um was es heute geht. Und dass ich als Installateur dieses Meeting nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder wir gehen hier raus und wir fahren kein 24-Stunden-Rennen, oder wir finden eine einstimmige Lösung. Weil ich brauche nicht 10, die Ja sagen und 5, die Nein sagen. Eine einstimmige Lösung, was wir unternehmen, um dieses Rennen mit den größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen. Und dann ist diese Idee, ich weiß gar nicht, von wem die kam, ein Teil kam von Ihnen logischerweise, und andere paar Teile, da kam dann der Dirk, hat dann, glaube ich, du warst auch dabei, Dirk, oder? Du wolltest dann Ludwig-Teller irgendwo aufstellen, völliger Blödsinn, macht aber nichts. Jedenfalls ist dann dazu gekommen, dass wir diese Speed-Zonen eingerichtet haben. Da waren sofort klar, meine Damen und Herren, das ist eine Notlösung. Und da möchte ich nochmal sagen, dass das nicht von mir alleine kam. Da möchte ich ganz einfach mal auf gut Bergisch mein Ohr schrecken. Da kann ich nichts dafür. Das ist in einer Gruppe so entschieden worden. So, und jetzt haben wir diese Speedzone in diesem Jahr und es ist ganz klar, und dafür stehe ich, diese Speedzonen müssen weg, Herrgott Sakrament. Das ist einfach so. Und daran müssen wir jetzt arbeiten. Da bitte ich Sie alle um entsprechende Unterstützung, dass wir auf einen guten Weg kommen, diese Speedzonen wegzubringen. Ich kann Ihnen nur sagen, in den letzten Monaten habe ich mit Herrn Schumacher extrem gut zusammengearbeitet. Ich schätze Ihre Aufrichtigkeit, Ihre Ehrlichkeit, Ihre Intentionen. Und ich hoffe, dass die Vorschläge, die Sie jetzt unterbreitet haben, dem Herrn Brunserall, dem zuständigen Streckenkommissar der FIA, der anfangs immer hierher kommt, dass er das auch so sieht wie wir und Sie und dass er dann die weitere Genehmigung für die Strecke erteilt. Da sind wir im DMSB auch raus. Das ist jetzt ein FIA-Thema. Und deswegen möchte ich jetzt bitten, Sie alle, dass Sie uns die Daumen halten, dass Sie Herrn Schumacher unterstützen und helfen und uns auch, dass wir das jetzt künftig hinbekommen. Und dann möchte ich noch eines dazu sagen, das habe ich mir auch irgendwann mal vorhalten lassen müssen. Eins sage ich Ihnen, solange ich hier bin und DMSB-Präsident bin, gibt es garantiert keine Schikanen. Dafür stehe ich, weil sonst hänge ich mir in Tirol am Berg. Alles klar? Ja. Danke. Dankeschön, lieber Hans. Ich denke mal, das ist ein klares Statement, was wir alle sehr gerne hören.